Das Öffnen der elektrischen Heckklappe kann ausgelöst werden. Mittels dieses Tasters am Armaturenbrett oder über die Renault Keycard durch Tastendruck oder mit Hilfe dieser Taste an der Heckklappe. Ein weiterer kurzer Tastendruck auf eines dieser Bedienelemente hält die Bewegung der Heckklappe bei Bedarf an. Eine angehaltene Heckklappe kann entweder von Hand bewegt werden oder die Bewegung kann durch einen nochmaligen Tastendruck fortgesetzt werden. Die maximale Öffnungshöhe der Heckklappe ist einstellbar. Damit die Klappe in der gewählten Höhe stoppt, sind folgende wenige Schritte vorzunehmen. Die Heckklappe ist zuerst maximal zu öffnen und dann von Hand auf die gewünschte Öffnungshöhe herunterzuziehen. Zum Speichern der Einstellung ist abschließend dieser Taster an der Heckklappe 3 Sekunden lang zu drücken. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die Speicherung ist abgeschlossen. Das Schließen der Heckklappe erfolgt mit den gleichen Bedienelementen wie beim Öffnen, außer direkt an der Heckklappe. Dafür ist dieser Taster auf der Innenseite der Klappe zuständig. Die Hands-Free-Funktion ermöglicht das berührungslose Öffnen und Schließen der Heckklappe. Der Fahrzeugmotor darf sich dazu nicht im Standby-Betrieb der Start-Stopp-Automatik befinden, sonst wird die Hands-Free-Funktion der Heckklappe unterdrückt. Sie ist nur bei stehendem Fahrzeug und abgestelltem Motor verfügbar. Um das Öffnen der Heckklappe auszulösen, muss sich die Renault Keycard im Empfangsbereich befinden und es muss wie gezeigt mit dem Fuß eine Impulsbewegung durchgeführt werden. Das berührungslose Schließen erfolgt nach dem gleichen Schema. Der Schließvorgang startet ca. 3 Sekunden nach Erkennung der Impulsbewegung des Fußes. Dazu ertönt ein Bestätigungssignal. Durch eine Ladenkantenhöhe von nur 571 mm und eine 1074 mm breite Öffnung lässt sich der Talisman Grand Tour leicht beladen. Eine in die Rücksitzlehne integrierte Skiklappe ermöglicht den unkomplizierten Transport auch von langen Gegenständen. Ein weiterer Stauraum von 86 Litern befindet sich unterhalb der stabilen, zweigeteilten Ladebodenabdeckung. Die in Fahrtrichtung vordere Abdeckung kann zwei Positionen einnehmen. Die flache Position für einen ebenen Laderaumboden oder eine im vorderen Bereich leicht angehobene Position, um bei umgelegten Sitzlehnen eine durchgehende Fläche zu schaffen. Ein Teil des Ladebodens lässt sich zum Unterteilen des Laderaums senkrecht aufstellen. Die 1/3-2/3 geteilten Sitzlehnen lassen sich mit Hilfe des Easy Brake Systems kinderleicht vom Laderaum aus umlegen. Das Ladevolumen unterhalb der Gepäckraumabdeckung beträgt 572 Liter und wächst bei umgelegten Rücksitzlehnen auf 1700 Liter. Aus der ursprünglichen Laderaumfläche von 1116 mm werden so maximal 2010 mm. Zum Aufrollen der Gepäckraumabdeckung den Griff leicht nach unten ziehen und in den Führungen nach vorne gleiten lassen. Das Entfernen der Gepäckraumabdeckung erfolgt auf die herkömmliche bekannte Vorgehensweise. Gleiches gilt für das Wiedereinsetzen der Abdeckung.